Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir, ich mache dann auch mal wieder ein Haul. Je nachdem, wie viel dann auch dann mit der Zeit dann noch dazu kommt. Also das Video wird dann auch nicht gleich sofort dann, nachdem ich die Sachen jetzt gezeigt, die ich jetzt dann gleich zeige, dann auch gleich beendet. Je nachdem, wie es dann so mit der Zeit, also wie ich dann vielleicht so wieder shoppen werde oder nicht. Aber das lasse ich so drauf ankommen und ja, ich habe natürlich wieder ein bisschen was bei Shein bestellt gehabt. Ich habe auch schon so ein bisschen die Sachen angeschaut gehabt und auch die Tüte ist auch schon offen. Eine Sache kann ich euch aber, glaube ich, auch so schon zeigen, weil es ist eine Sache, was ich dann hier bei meiner Mom als kleine in meiner Ecke dann hintun werde, damit ja das mit den Nägeln und sowas ja es dann irgendwann ja auch noch weiter vorankommt. Genau, also ich zeige euch mal kurz. Und zwar ist sowas wie diese Regale, die ich ja dann ja, in die Wand einschrauben werde, um das ganze Acryl und sowas dann auch da reinzustellen, damit hier auch dann mehr Platz ist in meinem Zimmer. Genau, und falls ihr dann so davor auch die letzten ein oder zwei Videos, je nachdem wie wann dieses Video hier dann für euch online kommt, begründen, warum ich dann auch wieder hier bin. Und ja, es ist, also falls ihr das schon mitbekommen habt, dann schaut da auf jeden Fall bei dem Video dann auch vorbei natürlich. Genau, also einmal habe ich dann diese Acryl-Wandregale geholt gehabt, damit das dann irgendwann hier bei Mama dann vorankommt. Dann komme ich aber auch zu den Sachen, die ich hier habe, die ich euch zeigen werde, angezogen und auch vielleicht auch hier dann noch kurz eingeblendet, wie das dann natürlich auch angezogen aussieht und auch wenn ich es dann auch schon an hätte. Genau. Ich habe hier die Tüte, die habe ich auch schon vorher aufgemacht gehabt. Ja, also ich habe hier auf jeden Fall drei Bikinis bestellt. Ein Ding zum Überziehen, also so wie so ein Strandkleid. Ein Set und noch ein Set, was ich auch richtig schön fand. Und das zeige ich euch dann auch jetzt. Einmal nehme ich euch jetzt dieses Baby-Set raus. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Das werde ich euch auch gleich angezogen zeigen. So sieht es hier aus. Also die Shorts und das Top. So in einem Beige-Set. Sieht auch sehr, sehr cool aus, finde ich. Und ich bin schon ein klein wenig gebräunt. Also ich war jetzt ein paar Mal auch schon etwas öfters auch im Freibad. Genau, das werde ich euch dann kurz noch angezogen zeigen. So, ich habe es jetzt einmal an, aber hier zeige ich es euch dann auch natürlich dann auch im Ganzkörper, natürlich wie es auch angezogen aussieht. Also ich finde es irgendwie schon mal sehr, sehr cool, so für den Sommer, für leichte Tage, wenn man wirklich nicht weiß, was man vielleicht anziehen könnte. Dann so Sets passen ja auch immer zusammen und ja, so in einem Beige sieht es auch sehr, sehr cool aus. Vor allem in diesem wie Ripped Stoff finde ich irgendwie auch ganz cool. Fühlt sich auch sehr angenehm an. Kratzt auch nicht. Alles habe ich auch meistens eher in Größe S, XS, je nachdem, wie ich meistens eher. Aber es kommt auch darauf an, wie die Passform meistens ja auch so bei mir ist. Weil manchmal bei gewissen Stellen fühle ich mich so ein bisschen kräftiger und ja, da sieht es dann auch ein bisschen dann etwas anders aus, was je nach Größe, also meistens XS oder S. Also alles verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox, damit ihr da auch ein bisschen rumstöbern könnt natürlich. Ja, also die Hose sieht auch ganz cool aus. Ein bisschen länger als meistens, das ich sonst trage. Finde ich aber irgendwie auch ganz cool und auch mit der Mode gerade so zur Zeit. Finde ich mega. Also ich finde dieses Set sehr, sehr schön, angenehm und kann man zu sehr coolen Sommertagen dann auch immer tragen. Vielleicht dann noch so wie mit fast blazerartig so drüber oder sowas. Sieht bestimmt sehr, sehr cool aus. Genau, also das ist dann schon mal das Erste, was ich hier euch angezogen zeige. Dann kommen wir auch schon gleich zum nächsten.
Das nächste ist gleich ein Bikini und zwar natürlich in Rot. Eine meiner Lieblingsfarben. Vor allem, wenn man auch mal gebräunt ist oder sowas, finde ich es auch mega immer schön. Das sieht einmal so aus. Ich glaube, ich. Ja, genau so sieht es dann aus. Ich finde es sehr, sehr cool. Das habe ich jetzt, glaube ich, in Größe S. Ja, auch. Sieht so aus. Genau, also das werde ich mir hier dann auch schon mal gleich angezogen. Hier bei euch auch noch präsentieren. Aber ich glaube eher mehr, nur den Oberteil. Das, wie es dann so im Nachhinein ganz aussieht, werde ich euch dann natürlich auch seitlich dann einblenden. So, hier zeige ich euch jetzt einmal das rote Bikini. Ich habe jetzt einfach mal hier darüber jetzt wieder nur so die Shorts drüber angezogen, denn ich zeige euch hier ja auch das Bikini angezogen, wie es komplett aussieht. Also ich finde es mega schön, vor allem die rote Farbe. Klar, hier jetzt so mit dem Licht sieht es etwas greller aus als in echt, aber es ist noch ein bisschen satter, als wie es jetzt hier so auf der Kamera gezeigt wird. Aber ich finde es mega, mega schön, vor allem dann auch das Höschen, wie es so, ja, wie soll ich sagen, wie fein aussieht. Das ist gut wie so, man kann es auch gut wie so nach oben ziehen, also das so seitlich, damit die Länge etwas beinahe, also damit die Beine etwas länger wirken sozusagen, weil ich ja generell schon so klein bin. ja, also ich finde es mega, mega schön, vor allem immer so diese Triangle-Form bei mir sieht dann doch mal etwas besser aus als manch andere. Ja, fühle ich mich auch mehr komfortabler, muss ich echt sagen. Und finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Genau. So wird dann auch nichts immer wie verrutschen oder sonstiges. Also ich finde es sehr, sehr schön. Dann komme ich jetzt auch noch zum nächsten. Was ich jetzt hier dann noch rausholen werde, ist, ich habe jetzt zwei verschiedene Sachen. Ich nehme aber jetzt wieder das zweite Set, weil das sieht auch mega cool aus. Hier habe ich das einmal so. Sieht aus, als wäre es wie ein bisschen durchsichtig, aber ist ja auch nicht weiterhin so schlimm, weil es ja mehr so wie sommerlich ist. Das werde ich euch dann auch jetzt angezogen zeigen. So, hier habe ich jetzt dieses Set hier an. Also ich bin echt begeistert. Vor allem, auch wenn ich ja so klein bin, also mit meinen 1,51, schließt es doch irgendwie ganz gut mit meinen Füßen ab. Finde ich auch irgendwie sehr, sehr cool. Also beim Rock hier zumindest. Es ist auch etwas leicht durchsichtig, aber wenn man es halt irgendwie wie so anzieht, so generell im Sommer wie für in Strand, Sommertagen und sonstiges, finde ich es auch so eigentlich generell ganz cool. Ansonsten halt muss man es halt so machen, dass man nichts darunter sieht. Also ja, weil hier sieht man jetzt zum Beispiel ein bisschen halt das Rötliche durch oder halt wie so ein bisschen Abdruck. Finde ich aber generell nicht so schlimm, denn heutzutage revealed man immer so ein bisschen ja mehr von sich. Genau, also ich finde es sehr, sehr cool, vor allem halt auch hier so mit dem Schlitz. Ich liebe eigentlich generell solche Kleider oder auch Röcke. Und ja, so das hier so als Set, sehr, sehr schön. Ich finde auch, das passt auch so generell gerade so sehr gut. Ja, da gibt es auch echt irgendwie nicht wirklich was zu meckern. Auch der Top passt auch sehr, sehr gut und auch ist ein sehr, sehr guter Stoff. Auch da kratzt nichts, sehr schön weich. Ich kann es euch hier nochmal so ein bisschen so vom Stoff her zeigen, wie es aussieht. Genau so. Und also ich finde es mega. Ihr könnt ja dann unten in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Outfits so bewerten würdet oder auch die Bikinis. Ihr könnt es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, und hier seht ihr es dann auch nochmal natürlich, falls ich es nicht schon vorher eingeblendet habe, wie es sehr angezogen aussieht. Genau, also ich liebe dieses Set schon mal auch sehr, sehr gerne. Ich finde es echt Bombe. Dann kommen wir jetzt wieder zum nächsten. Und zwar, ich glaube, ich ziehe jetzt wieder ein Bikini raus. Das Weiße und das Braune habe ich jetzt hier einmal. Aber ich glaube, das andere weiße Bikini werde ich nicht angezogen zeigen, vielleicht. Mal schauen. Aber ich zeige euch jetzt noch das, auf jeden Fall das Braune noch angezogen.
wie das das aussieht. Ich zeige euch dann die letzten beiden Sachen von Shein dann auch noch so zusammen. Also auch dann auch doch noch angezogen, will ich erstmal sagen. Weil somit ist dann das Hütchen hier leer. Genau, also es wäre ja einmal dann das weiße Bikini und das Dress, was so oben drüber angezogen wird. Ich finde sowas halt immer so ganz schön, vor allem wenn, ja, wenn man am Strand ist und nur das halt drüber ziehen muss und nicht irgendwie noch mehr Sachen. Genau, und das zeige ich euch jetzt mal dann auch gleich angezogen. So, das ist dann auch schon die letzten zwei Sachen, die ich euch ja so zeige von Shein, die ich ja mitbestellt hatte. Einmal das weiße Bikini, wie das angezogen aussieht. Das kommt dann hier natürlich an die Seite. Ist wie das braune, derselbe Style. Ich wollte es halt nochmal auch in weiß haben, weil die anderen weißen sehen nicht mehr so dolle aus, finde ich irgendwie. Genau, also habe ich mir dann noch die Art hier von Bikini dann noch mitbestellt gehabt. Genau, und dann noch das weiße Over, wie nennt man das denn nochmal? Sonst blende ich es euch ja ein, wie das heißt. Ja, so ein dünnes Strandkleid, dass man es ja auch so drüber zieht. Das sieht auch so auch sehr, sehr schön aus und auch sehr sexy, finde ich. Mit den beiden Schlüsseln an beiden Seiten. Naja, ist ja auch natürlich auch nur für den Strand ja gedacht und nicht irgendwie einfach so, dass man es so draußen anzieht. Aber ich finde es mega sexy. Ja, also somit war es dann mit dem Teil dieser Bestellung hier. Ich hoffe, das kommt dann noch mit der Zeit dann noch mehr rein. So, ihr Lieben, ich war jetzt ja, für eine Weile weg, weil ich habe ja gesagt gehabt, ich hänge dann noch in dem Video dann noch ein paar Sachen mit rein, falls ich dann noch wie weiter irgendwas einkaufen sollte. Und das habe ich auch getan. Also seitdem ich ja auch dann ja im Urlaub war, habe ich Kleinigkeiten so ein bisschen mit eingekauft, nicht allzu viele Klamotten, aber ein bisschen, und das will ich euch hier dann auch so zeigen. Das habe ich jetzt hier einfach mal in der Primark-Tüte drin, aber gut, das würde ich euch dann so auch angezogen zeigen. Eine Sache habe ich vielleicht schon so öfters mal vielleicht gezeigt gehabt, aber ja, das ist gerade so wie mein Lieblings-Sommerkleid zurzeit. So ein schönes in Rot habe ich dort in einer, also in der Nähe vom Strand geholt für 10 Euro. Also kann man auch nichts falsch machen. Vor allem in so einem schönen Rot. Das liebe ich ja. Also sowas anzuziehen. Ist so und recht kurz. Was ich auch. Also halt ein kurzes rotes Kleid. Weil ich liebe es eher mehr, etwas kürzere Kleider an mir zu sehen als etwas längere. Aber zurzeit mag ich auch mehr die etwas wie bis zu den Füßen, aber dann auch mit einem Schlitz so an der Seite. Ja, habe ich mir den hier dann so geholt gehabt für 10 Euro an der, also in der Nähe vom Strand, und das zeige ich euch dann jetzt auch mal kurz angezogen. So, also ich habe jetzt das Kleid jetzt an. Ich habe euch hier dann auch wie immer die Anziehfrequenz, dass ihr es komplett seht. Also ich liebe dieses Kleid natürlich sehr, sehr gerne. Weil ich dachte mir auch, es war ja eben Urlaub und irgendwie ein bisschen wieder was Neues im Kleiderschrank. Da ist auch was schön. Und da habe ich halt dieses Kleid gesehen. Eigentlich habe ich auch noch ein etwas längeres so in Beige so gesehen gehabt. Aber ich dachte mir, komm, eins so in Rot, etwas figurbetont, wäre auch eigentlich mal wieder ganz schön. Hier finde ich halt die Dinger halt irgendwie so ganz schön, also den Rücken. Das ist so mit der Schnürung, das ist auch wie, als wäre es wie verstellbar, dehnbar. Und es hat auch wie diese Pads, das ist so ein bisschen ja auch die Brüste formt. Finde ich auch immer sehr, sehr gut, weil dann muss man auch keinen BH anziehen. Ich bin auch gerade so oder so ein Mensch, bin gerade mehr ein bisschen weniger mit BH. Aber gut. Ich bin hier einfach nur ganz ehrlich und sage es ja euch auch so. Genau, also ich finde das Kleid auch sehr, sehr schön. Liegt auch sehr, sehr gut am Körper. Kratzt auch nicht. Stoff ist sehr angenehm. Liebe ich sehr, sehr. Dann habe ich ja auch eigentlich ja eine Hose. Die werde ich aber jetzt nicht anziehen. Auch für so circa 10 Euro. Ich dachte, die wäre viel, viel dehnbarer, weil da im Laden, als ich es dann bei meinem Bruder in Belgien geholt habe, dachte ich, da könnte ich es irgendwie auch noch schnell anprobieren und zu schauen,
dass ich es ja auch gut anziehe. Ich dachte, es wäre ja viel, viel dehnbarer, weil meine eine Hose ist ja, also meine eigentliche Lieblings-Stretch- enge Hose ist mir beim Motorradfahren, also nicht beim Motorradfahren, sondern beim Motorradaussteigen, denke ich mal, hier so an den Seiten gerissen, also hier so innen, und das fand ich halt eigentlich schade, weil das war meine Lieblingshose natürlich, aber gut, habe ich es dann halt dort gelassen und mir halt wie jetzt eine neue geholt, aber ja, die sieht halt so aus, halt normale die Skinny Jeans in Größe 36 ist es. Ah ja, und bei dem Kleid ist es so wie One Size, da war keine Größe dran. Ja, die ist mir auch jetzt gerade auch deswegen ein kleinen Ticken zu eng, also würde ich die euch jetzt auch nicht angezogen zeigen. Sonst sehe ich aus wie eine Presswurst. Aber gut, mal schauen, ob ich da dann ein bisschen danach angenehmer reinpasse, wenn ich dann wieder mit Sport anfange, denn das muss jetzt auch wirklich sein. Naja, ich habe auch jetzt wieder angefangen zu arbeiten, also muss da jetzt auch wieder ein bisschen mehr Kraft rein. Dann habe ich hier noch drei weitere Sachen. Einmal habe ich hier ein Top, das habe ich auch jetzt dann noch in Belgien geholt gehabt, für nicht mal 5 Euro, es war für 3 Euro, das war runtergesetzt. Hier einmal so in Pink, da dachte ich mir auch so für den Barbie-Film, weil da will ich dann auch mit einer Freundin hingehen vielleicht. Genau, habe ich mir dann das so in Pink geholt und einfach den Crop, nicht mal wirklich Crop Top, aber so ein normales pinkes Top, dann extra für den Barbie-Film. Und ich habe auch noch zwei andere, wie so kurze Hosen geholt gehabt, dass ich dann noch ein bisschen mehr hier so davon an Auswahl habe. Das ist auch ein bisschen anders vom Schnitt, wie ich es eigentlich ja sonst eigentlich meistens trage, so wie fast Po, dass man es fast sehen würde, der hier aber jetzt nicht. Einmal so ein in Grau, finde ich auch sehr, sehr cool eigentlich. Ja, ist auch etwas lockerer, trotz dessen, dass es 36 ist, aber das zeige ich euch jetzt dann auch angezogen. So, das seht ihr dann auch so hier an der Seite, wie beides so angezogen aussieht. Finde ich eigentlich an sich irgendwie gar nicht mal so schlecht, irgendwie so das wie im Kombi mit dem Top und dann noch die kurze Hose. Das, wie ich es auch vielleicht kurz hier ja gezeigt habe, die Hose ist mir etwas groß, auch wenn es Größe 36 ist. Das war auch die kleinste Größe, was ich bei Woolworth gekauft habe. Für 5 Euro war es. Genau, habe ich mir das dann geholt gehabt, weil ich musste irgendwie irgendwas haben, weil bei der Arbeit, der Laden ist halt ziemlich schnell halt so heiß kochen, also da ist keine Klimaanlage und da, ja, muss man sich irgendwie so mit etwas kürzeren Sachen so ein bisschen weiterhelfen und damit es irgendwie trotzdem so ein bisschen für uns ja noch angenehm ist. Ja, habe ich mir das hier für 5 Euro geholt gehabt, weil das ist auch irgendwie ganz cool, so an sich finde ich auch so das Ding auch gar nicht mal so schlecht. Halt dafür, dass es etwas dehnbarer ist, kann ich halt, ja, wie ihr ja seht, würde ich dann halt auch mehr mit Gürtel dann noch angezogen. Also anziehen eher gesagt, finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Das ist auch eigentlich ganz gut. Genau. Und der Top ist eigentlich auch nicht so schlecht. Also es ist auch natürlich angenehm. Auch von diesem typischen Stoff, was ich damals von einem ganz alten Barbie-T-Shirt hatte, irgendwie. Ich wünschte, ich hätte es irgendwie noch, weil dann hätte ich es euch hier bestimmt irgendwie auch noch zeigen können, aber habe ich ja leider nicht mehr. Ja, halt so ganz schlicht pink eben. Dann habe ich hier auch noch von Woolworth auch, da hatte ich mir auch noch sowas wie eine Stoff-schwarze Hose. Ganz simpel, auch für so 3 Euro war es, ja genau. Habe ich mir das dann auch noch geholt gehabt, so hier so zum Schnüren. Recht luftig dann auch. Das zeige ich dann auch noch ganz kurz angezogen. So, das ist dann auch somit das letzte Teil, was ich hier dann auch noch halt habe. Was ich dann noch in dem Haul hier zeigen kann. Weil danach kommt dann noch ein anderer Haul. Das kommt aber dann nach dem Video hier dann für euch. Ja, also ich habe hier diese simple schwarze Hose jetzt an.
Ist auch sehr gemütlich, halt stoffmäßig, luftig. Dachte ich mir auch so generell, wenn es sehr warme Tage sind, dass ich einfach auch was Simples auch mit dem dann anziehen könnte. Denn auch so für 3 Euro, wenn es reduziert ist, macht man auch nichts Falsches damit. Genau, ist auch sehr angenehm. Kann ich dann auch immer tragen. Auch eigentlich auch zum Sport könnte ich es auch tragen. Wäre eigentlich auch machbar. Aber ich habe es lieber mit meinen normalen Sportsachen natürlich. Ja, also so habe ich dann auch so mit euch alles so ein bisschen gezeigt gehabt, was ich so jetzt gerade in der Zeit eingekauft habe. Ja, also es hält sich bei mir gerade wirklich nur noch mehr in Grenzen, nicht mehr allzu viel, würde ich jetzt auch sagen. Weil ich muss jetzt gerade auch natürlich sehr viel umdenken, was so meine neue Lebensweise angeht. Hat hier jetzt meine Mama zu Hause, wie ihr ja wisst. Und dass ich dann auch noch im Nachhinein da so mit der Zeit die Führerschein und sonstiges ja auch irgendwann ja auch doch noch lieber auch nachholen könnte. Und generell andere Sachen ja auch. Genau. So, das war es dann eigentlich auch schon so mit dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gib mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir natürlich auch gerne unten in den Kommentaren, was ihr für Videos von mir vielleicht in Zukunft so gerne sehen wollen würdet. Also ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein bisschen ein paar Ideen da lässt. Also ich würde mich sehr darüber freuen. Also abonniert mich an natürlich gerne. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also klickt euch runter auf das rote Abonnieren-Button und auch noch die Glocke daneben noch zu aktivieren. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community seid. Like das Video auch und schaut gerne auch auf meinen Instagram-Kanälen vorbei. Darüber würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dort auch so ein bisschen supportet, sowohl auf meinem Hauptchannel, sowohl auch auf meinen anderen Account, was ich dann alles mehr so meine Nägel-Journey und sonstiges ja auch entwickelt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!